Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier im Kanal. Mein Name ist Jens Peters. Und seit dem letzten Video sind ganze 6 Wochen vergangen. Ja, Asche auf mein Haupt. Ich war ein bisschen faul. Woher weiß ich, dass es genau 6 Wochen sind? Weil sowohl heute als auch vor ein paar Wochen ging es um meine Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff von BioNTech. Ja, vor 6 Wochen bin ich geimpft worden, das erste Mal. Und heute das zweite Mal. Das heißt, in gut 2 Wochen habe ich hoffentlich den vollen Impfschutz gegen Covid-19. Das ist schon mal eine grandiose Sache. Vielleicht zur Vorgeschichte, warum habe ich den überhaupt bekommen? Meine Frau ist schwanger gewesen, inzwischen ist das Kind da. Vor 7, 8 Wochen sind Kontaktpersonen von Schwangeren in die Impfpriorisierungsgruppe 3 in Deutschland gerutscht und dementsprechend hatte ich die Chance, beim Hausarzt eine Impfung zu bekommen, sehr zu meiner Freude. Und die Chance habe ich natürlich auch genutzt. Die Impfung vor 6 Wochen ist ohne Probleme verlaufen, hatte eigentlich überhaupt keinen Einfluss auch auf mein Wohlbefinden. Ein bisschen Kopfschmerzen in der Nacht nach der Impfung. Und was das Lauftraining angeht, weshalb wir ja hier unter anderem auch im Kanal sind, ich habe, glaube ich, ein Training ausgesetzt und bin dann ganz normal laufen gewesen. Weiter vielleicht zur Vorgeschichte jetzt, bevor ich die zweite Impfung bekommen habe. Ich bin dann nicht mehr so ganz regelmäßig laufen gegangen. Das hatte aber nichts mit der Impfung zu tun, sondern einfach mit Stress. Ich habe ja in den letzten 6 Wochen relativ viel auf der Platte gehabt. Arbeit, Familie, Homeoffice, Homeschooling, Corona-bedingt, all diese Geschichten. Jeder kennt es eigentlich und weiß, dass man da schon mal ein bisschen in Stress geraten kann. Und auch vermehrtes Training. Dementsprechend hat irgendwann mein Körper gesagt, so, hör mal, mach mal ein bisschen lockerer. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann bin ich eigentlich in den letzten 1,5 Monaten nur noch so um die 20, 30 Kilometer die Woche gelaufen und nicht mehr die 50, 60, die ich davor gelaufen bin. Dementsprechend war es ein bisschen ruhiger, auch die letzten Tage hier mit Laufen. Ich bin eigentlich relativ ausgeruht in die zweite Impfung gegangen. Und das ist auch was, was die meisten Ärzte empfehlen, dass man jetzt nicht total kaputt mit Muskelkater in die Impfung geht, weil meistens fühlt man sich dann erstmal richtig bescheiden, wenn man die zweite Impfung bekommt. Jetzt, heute gab es, wie gesagt, die zweite Impfung. Und da wollen wir uns dann nochmal ein paar Sachen überhaupt zur Impfung anschauen. Erster Punkt ist, was ist zu beachten bei der Impfung im Zusammenhang mit Sport? Darauf wollen wir einmal schauen. Dann schauen, ob es Impfreaktionen gibt. Was für Impfreaktionen sind überhaupt zu erwarten? Da gibt es eine lange Liste. Und wir wollen dann nochmal auf meine Werte schauen. Ruhepuls, Herzratenvariabilität, vor allem am Morgen, jetzt in den nächsten Tagen, wie sich das verändert hat durch die Impfung. Okay, bevor die Kamera jetzt leer ist, nochmal schnell dann den ersten Punkt abarbeiten. Darf ich überhaupt Sport machen direkt nach der Impfung? Und da gibt es eine klare Empfehlung vom Robert-Koch-Institut, kann man auch nachlesen auf der Internetseite. Sportliche Aktivitäten nach Impfung stellen generell erstmal gar kein Problem dar. Besondere Belastungen unmittelbar nach der Impfung sind jedoch nicht unbedingt zu empfehlen. Das heißt, man kann das natürlich immer selber noch bewerten, ob man dazu in der Lage ist, je nachdem, wie stark vielleicht auch die Impfreaktionen ausgefallen sind. Generell, wenn man die Chance dazu hat, dann sollte man so eine Impfung eher in Phasen des Trainingsplans legen, wo man vielleicht nicht so viel auf der Platte hat, wo man vielleicht eher einen Regenerationszyklus hat. Ich weiß, das ist mit einem Termin für eine Impfung derzeit vielleicht eher Glückssache und dann will man jetzt auch nicht gerade noch schauen, ob das in den Trainingsplan passt. Aber wenn man die Möglichkeit dazu hat, dann schaut man halt vielleicht, ob man das eher in einen Regenerationszyklus reinpackt mit der Impfung. Dann darüber hinaus sollte man eher Abstände zu Wettkämpfen halten. Also heute ist Donnerstag, da muss ich am Samstag nicht unbedingt einen Wettkampf laufen. Und ja, generell spricht nichts dagegen, dass man auch locker ins Lauftraining wieder einsteigt, aber vielleicht jetzt nicht mit der härtesten Tempoeinheit direkt am nächsten Tag. Aber ich glaube, die meisten von uns sind so schlau, dass sie das auch dementsprechend einschätzen können. Gut, kommen wir noch zum nächsten Punkt. Was sind für Impfreaktionen zu erwarten? Generell kann man sagen, dass beim BioNTech-Impfstoff das so ist, dass die zweite Impfung mehr Impfreaktionen hervorruft. Ich habe hier eine kleine Grafik eingeblendet, die könnt ihr euch mal genauer anschauen. Das geht von Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Schüttelfrost, Durchfall bis zu Fieber und generell kann man sagen, dass die meisten prozentual gesehen etwas häufiger vorkommen als bei der ersten Impfung.
Bei mir war es so, dass bei der ersten Impfung, habe ich glaube ich schon erzählt, lediglich Kopfschmerzen in der Nacht aufgetreten sind. Das war alles, da habe ich mir eine Ibuprofen genommen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es heute Nacht läuft. Und davon berichte ich euch dann im Laufe dieses Videos. So, 24 Stunden später, nach der zweiten Impfung mit BioNTech, gab es eine Impfreaktion. Nicht so wirklich. Also, der Oberarm tut noch ein bisschen weh. Ich bin heute ein bisschen müde gewesen, habe mich auch mal eine halbe Stunde ins Bett gelegt heute Nachmittag. Aber nichts, was jetzt irgendwie gravierender war. Kein Fieber, keine Muskelschmerzen, keine Übelkeit, nichts dergleichen. Also, alles gut gelaufen. Vielleicht in dem Zusammenhang nochmal ganz spannend, sich die SafeVac-App für das Handy runterzuladen vom Paul-Ehrlich-Institut. Da kann man nämlich alle Impfreaktionen dokumentieren und an das Institut verschlüsselt und anonym übermitteln, was immer gut ist für die Entwicklung von Impfstoffen. Da profitieren wir dann im Nachhinein alle von, dass wir nämlich sichere Impfstoffe bekommen. Eine Nachricht gab es noch im Zusammenhang mit Nebenwirkungen aus Israel. Da gab es nämlich angeblich eine Häufung von Herzmuskelentzündung. Und der Hersteller hat sich dazu auch geäußert. Das waren vor allem Menschen in jüngeren Jahren, zwischen, ich glaube, 20 und 40. Ein Mann und eine Frau in ihren 20ern sind auch verstorben. BioNTech hat dazu gesagt, dass man bisher davon ausgeht, dass es keine Erhöhung der normalen Fallzahlen in Israel gibt von Herzmuskelentzündungen, dass man da jetzt nicht zwingend einen Zusammenhang zu der zweiten Impfung sieht. Das wird aber noch weiter untersucht. Generell kann man sagen, nach einer Impfung, wenn man sich da schlapp und nicht fit fühlt, dann bleibt man halt einfach mit dem Arsch zu Hause und macht keinen Sport, geht nicht laufen und minimiert natürlich so auch das Risiko einer Herzmuskelentzündung. Das gilt auch, wenn man sich sonst irgendwie schlapp, krank und abgeschlagen fühlt, bleibt zu Hause. Eine andere Sache, die man in dem Zusammenhang ganz gut machen kann, ist auf seinen Ruhepuls zu schauen und auf seine Herzratenvariabilität. Das habe ich heute natürlich gemessen heute Morgen und das werde ich die nächsten Tage auch noch machen. Und da gibt es die Ergebnisse jetzt. Okay, jetzt heißt genau eine Woche später und ich habe mir mal zwei verschiedene Datenreihen angeschaut, nämlich einmal die vom Ruhepuls und einmal von der Herzratenvariabilität, die mir HRV4 Training als sogenannte Recovery Points auswirft. Also es ist ein Wert, den das Programm berechnet für einen und den man ablesen kann, wie gut man erholt ist. So, und da ist Folgendes passiert. Am 20.05., am Tag vor der Impfung, hatte ich einen Ruhepuls von 34,7 und Recovery Points standen 9 im Programm. Und am Tag danach eine völlig normale Reaktion auf eine Impfung. Der Ruhepuls ist leicht nach oben gegangen auf 36,4 und die Recovery Points sind auf 8,6 runtergegangen. Überhaupt keine bedenklichen Werte. Wenn man krank ist, kann der Ruhepuls durchaus schon mal um 10 Schläge pro Minute nach oben gehen. Da sieht man dann schon ganz klar einen Unterschied. Daher war das jetzt nicht so erstaunlich. Zwei Tage nach der Impfung, also ich hatte einen Tag Pause und den Tag danach bin ich das erste Mal laufen gegangen. Und das habe ich tatsächlich gemerkt am nächsten Tag, dass die Erholung da nicht so wirklich gut war. Da ist der Ruhepuls auf 37,7 hoch und die Recovery Points, nachdem sie am Tag vorher wieder bei 9 waren, lagen bei 8,5. Und speziell die Recovery Points haben einige Tage gebraucht, bis sie wieder bei 9 waren, in diesem Normalbereich, der für mich normal ist. Der Ruhepuls ist am Tag danach wieder runtergegangen auf 35,6. Also Ruhepuls reagiert relativ schnell darauf, wenn man mal einen Tag Pause hat. Da kann man dann direkt ablesen, dass alles auch wieder in Ordnung ist. Ich bin am 25.05. und am 26.05. noch zweimal gelaufen. Relativ spät abends und da war dann am nächsten Tag der Ruhepuls bei 37 und bei 38 Recovery Points wirklich völlig in Ordnung mit 8,7 und 9. Und da kann man eigentlich sehen, dass tatsächlich der Körper am Anfang nach der Impfung noch ein bisschen belastet war, dass auch speziell die Belastung des Laufens nicht so direkt verarbeitet werden konnte. Danach aber eigentlich alles nach einer Woche alles wieder normal ist. Diese leicht erhöhten Werte beim Ruhepuls jetzt bei den Läufen gestern und vorgestern sind ganz natürlich spätabends gelaufen. Da ist das am nächsten Tag schon mal so, dass der Ruhepuls vielleicht ein, zwei Schläge höher ist als normal. Gut, was kann man daraus ableiten und was ist das Fazit des Ganzen? Dass, wenn man es richtig angeht,
und man zwischendurch oder nach der Impfung auch auf seinen Körper hört, eine Pause einlegt, dass es alles gut verlaufen kann. Man muss keine schweren Impfreaktionen zeigen, egal ob man jung oder alt ist, das zeigen auch die Studien. Es ist generell ganz gut zu schauen, wann man die erste Einheit nach der Impfung einlegt. Also das habe ich auch hier gesehen. So, ich hätte auch durchaus noch ein, zwei Tage mehr Pause machen können. Da hätte mein Körper, glaube ich, auch noch ein bisschen besser dann drauf reagiert, weil, wie gesagt, nach dem ersten Lauf war ich dann doch schon ganz schön platt und das war, glaube ich, schon ein klares Zeichen dafür, dass da was im Körper arbeitet. Genau. Also, gebt gut auf euch Acht, wenn ihr euch impfen lasst. Generell ist das eine unbedenkliche Sache, aber ein paar Fallstricke hat das Ganze. Aber ich glaube, die meisten sind eigentlich in der Regel so vernünftig, dass sie dann halt auch auf das eine oder andere achten, wie sie es sonst halt beim Training auch tun. Gut, in diesem Sinne, das war's hier im Kanal. Läuft. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut.